Kann man morgens eine Zahnpasta verwenden, die die Zähne stärkt und abends eine, die die Zähne aufhält? Wäre das ein Ausgleich? Hi, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und nein, das wäre definitiv kein Ausgleich. Ich hatte ja erklärt, dass Zahnweißzahncremes, also Zahnpasten, die die Zähne aufhellen, den Zahnschmelz schädigen. Und zwar funktioniert das so, dass nicht nur Verfärbungen abgeschmirgelt werden, sondern auch der Zahnschmelz abgeschmirgelt wird. Das ist wirklich wie Schmirgelpapier, der wird einfach abgefeilt durch die sehr grobe, abrasive Zahnpasta. Wenn du jetzt eine Zahnpasta verwendest, die den Zahnschmelz stärkt, dann kann diese Zahnpasta höchstens dafür sorgen, dass Mineralien in den Zahnschmelz eingelagert werden. Das heißt, wenn Mineralien herausgelöst wurden, zum Beispiel durch Säure, können sie jetzt wieder eingelagert werden und die Gitterstruktur kann repariert werden. Aber Zahnschmelz, der weggeschmirgelt wurde, der kommt nicht wieder, der ist weg. Da kann auch nichts mehr eingelagert werden. Das heißt, eine Zahnpasta, die den Zahnschmelz stärkt, die bringt in dem Falle überhaupt nichts. Lasst einfach die Finger von Zahnweißzahncremes. Und für mehr Zahnpflegetipps, macht das Plus weg!